eins muss man sagen, es ist relativ fad heute. Ja? Gar keine Frage, aber es ist eben auch kein Wunder, dass es fad ist, weil das ist so eine Art Aufgalopp, den wir jetzt sehen am heutigen Montag, bevor es dann heute Abend nachbörslich mit den Zahlen von Tesla losgeht. Und dann wird es richtig losgehen, denn es steht viel auf dem Spiel. Es werden die marktschwersten Unternehmen in den USA berichten. Wir werden die Fed haben, wir werden wichtige Konjunkturdaten haben. Also was soll man dann heute machen an einem Montag, der so ein bisschen schwül ist, hier in Deutschland zumindest, wo ein bisschen, naja, so eine Montagslethargie herrscht. Aber wie gesagt, das dürfte sich ändern. Schauen wir uns zunächst mal hier die Dinge an, die jetzt in den Fokus kommen. Wir haben die Top 6 Companies, die Top 6 schwersten Unternehmen in den USA, die ihre Zahlen berichten werden. Morgen alleine Apple, Microsoft und Google allein, das ist schon mal eine echte Hausnummer. Dann werden morgen, glaube ich, am Mittwoch, so ist es, Facebook berichten, am Donnerstag Amazon. Also da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Das ist weit mehr als 40% der gesamten Marktkapitalisierung des Nasdaq 100 und etwa ein Viertel der Marktkapitalisierung des S&P 500. Also kein Wunder, dass sich da keiner erstmal aus dem Fenster lehnt, sondern alle sagen, schauen wir mal. Dann sehen wir schon weiter. Also halten wir erstmal die Füße still. Volumen heute dünn, das Handelsvolumen. Also es ist nicht so wirklich viel los. Aber wie gesagt, heute Abend schon ein erster Aufreger mit den Quartalszahlen von Tesla und Elon Musk, unserem wunderbaren Finanzakrobaten, der gerade in Sachen Bilanzen sehr kreativ ist. Man wird gucken auf China, man wird gucken, Bitcoin, das wird ein Thema sein. Manche sagen ja, dass der Bitcoin gestiegen ist heute Nacht. Das hat auch mit Elon Musk zu tun, weiß man nicht. Aber das werden so die Hauptfragen sein. Mal gucken, wie die Zahlen rauskommen. 22.05 Uhr ist die offizielle Veröffentlichung. Wir werden bei finanzmarktwelt.de darüber berichten. Aber schauen wir uns zunächst mal in Sachen Bitcoin. Das war das große Thema heute Morgen. Da hatten wir diesen Anstieg gesehen auf 38.000 und ein paar zerquetschte Dollar. Und es gibt womöglich einen Zusammenhang mit sehr, sehr hohen Short-Positionen auf Bitcoin. Die waren zuletzt regelrecht explodiert. Viele haben gedacht, Mensch, mit dem Bruch der 30.000er-Marke, da knallt das Ganze richtig nach unten. Die haben sich dann dementsprechend positioniert und es kam dann anders. Die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes und wir sehen, das ist dann auch wieder passiert. Es gab ja die Meldung, Amazon sucht da jemanden, der sich mit Digitalwährungen auskennt. Aber ob das Bitcoin meint, ist eine ganz andere Frage. Jedenfalls hier auch ein Short Squeeze, den wir sonst an den Märkten gerne erleben. Und was wir sehen, ist so ein bisschen eine Eintrübung der Wachstumsaussichten. Nicht nur die Konjunkturdaten werden schlechter, dazu gleich mehr, sondern wir sehen auch, dass die Investoren weiter switchen von Value in Tech, respektive erstmal raus aus Value. Wir haben jetzt 2,25 Milliarden Dollar sind abgezogen worden in diesem Monat aus Value ETFs, also aus jenen ETFs, die Zyklika abbilden, die Aktien abbilden, die von dem Reopening der Wirtschaft profitieren würden, die von weiteren Inflationsanstiegen profitieren würden. Also das ist möglicherweise der größte Geldabzug ever. Das ist so ziemlich das Gegenteil, was passiert ist, als wir dann im November eben diese Impfstoffgeschichte hatten. Also da ist auf jeden Fall jetzt nach wie vor wenig Lust auf Value. Das kann man feststellen, das sieht man auch dann im Verhältnis zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 Equal Weight Index, also den S&P 500, der normal marktgewichtet ist mit den Tech-Schwergewichten und dem S&P 500, bei dem jede Aktie gleichgewichtet ist. Und wir sehen hier eine ähnliche Konstellation, noch krasser als in der Dotcom-Blase. Aber das sind Zufälligkeiten, die auf keinen Fall beabsichtigt sind. Machen sich darüber keine Gedanken. Es sind diese marktschweren Werte, die die Märkte jetzt noch halten. Und sie müssen sie weiterhalten, denn wenn die jetzt ein bisschen in die Knie gehen sollten, was natürlich extrem unwahrscheinlich ist, meine Damen und Herren, weil Aktien fallen nicht, sondern sie steigen nur, dann wäre das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig hübsch. Und das denken sich auch die Retail-Investoren, also die Privatinvestoren. Und schauen Sie mal, die haben in den letzten Tagen und Wochen massiv sich eingekauft, deutlich, deutlich über dem Durchschnitt. Das ist somit
Die größte Kaufexplosion von Privatkunden, die wir je gesehen haben. Man kauft den Dip, das ist immer gut gegangen, wird auch diesmal gut gehen, so die Logik. Und das ging ja dann letzten Montag gut, da hatten wir diesen Rücksetzer von 2% etwa im Dow Jones, hat man voll reingekauft, ist dann weiter drin geblieben, hat sich ausgezahlt, keine Frage. Und die Privatinvestoren haben immer recht, die Institutionellen haben teilweise schon, wie Goldman Sachs, auch JP Morgan, eine etwas vorsichtigere Haltung, aber die werden sich natürlich diesmal irren, denn die Fed, das zeigt hier Holger Cepic in einem interessanten Vergleich, die kümmert sich ja auch um eines ihrer Mandate, nämlich den Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung, so heißt es. Und wir sehen, dass eben das Employment, also die Arbeitsmarktsituation, offenkundig in irgendeiner Form korreliert mit dem S&P 500, also mit den Aktienmärkten. Dementsprechend sagt Holger Cepic also nach dieser Logik, dürften die Aktienkurse nie mehr fallen. Und damit hat er natürlich recht, Aktienmärkte werden nie mehr fallen. Die Zeiten sind vorbei, ja, die werden nur noch steigen, weil eben sonst die Arbeitslosigkeit nach oben geht. Ist doch ganz einfach, oder? Also, dementsprechend ist es ja klar, was sie machen müssten. Aber für einige Amerikaner wird es jetzt schwierig, denn in wenigen Tagen, also nächste Woche, da enden die sogenannten Befreiungen von Evictions, also von Zwangsräumungen. Und wir sehen, das dürfte etwa 8 Millionen Haushalte betreffen, etwa 15% aller Amerikaner, die in Mietwohnungen leben, könnten davon betroffen sein, dass ab 1. August da eine Zwangsvollstreckung droht. Das dürfte dann ein ziemlich ungemütliches Ding werden für viele. Das war ja so eine Ausnahmegenehmigung, Ausnahmeregel in der Corona-Krise, die endet jetzt. Da kommt auf einige, also einiges zu. Das könnten dann harte Zeiten werden. Da müssen die halt Aktien kaufen, dann brauchen sie ja eh nicht mehr arbeiten. Oder? Ist ja logisch. Ne? Müssen Sie mal drüber nachdenken. Tiefe Weisheit in solchen Sätzen. Ne? Und jetzt, das haben sich die Chinesen auch gedacht, aber da ist ein bisschen der Wurm drin. Und das liegt daran, dass die Führung in Peking irgendwie permanent gegen die eigenen Tech-Konzerne schießt. Didi, wie sie alle heißen. Jetzt hat man diese Education-Unternehmen bestraft, also jene Unternehmen, die ja, Nachhilfe geben, die Wissen vermitteln. Und warum tut man das? Eine Erklärung ist, weil die Bildungskosten in China massiv steigen, dann kann sich keiner mehr Kinder leisten, gell? Die Chinesen dürfen ja jetzt 3 Kinder haben, ne? Nur was bringt es, wenn ein Kind teuer ist, ne? Und du kannst es dir nicht leisten in der Stadt. Ja, was machst du denn dann, ne? Dann hast du kein Kind. Das ist die Antwort der Chinesen. Aber das ist der chinesischen Führung auch wieder nicht recht, denn die Bevölkerung schrumpft. Also versucht man jetzt offenkundig das Geschäftsmodell Bildung so ein bisschen kaputt zu schießen, den nächsten Sektor, den man kaputt schießt. Warum auch immer, eine Erklärung ist, dass möglicherweise hier Dinge im Hintergrund ablaufen, die wir im Westen hier gar nicht kapieren, eben Machtkämpfe von Dynastien, Xi Jinping gegen andere Clans, Xi Jinping ja sozusagen der Vorsteher eines fetten Clans, Roter Prinzen, der sich reich gemacht hat und natürlich dann in Rivalität ist mit anderen Roten Prinzen, also jenen Nachfahren des Marsches, des langen Marsches, den sie mit Mao absolviert haben. Wir haben hier jedenfalls einen Artikel darüber geschrieben bei Finanzmarktwelt. Man steckt nicht drin, man weiß nicht genau, was wirklich Sache ist. Dazu ist das System zu intransparent, aber hier ist vielleicht doch die Erklärung, dass es sich hier um Machtkämpfe handelt, vielleicht gar nicht so abwegig. Und insgesamt sehen wir, dass nicht nur die Konjunktur in Asien ein bisschen schwächelt. Und da sind die Corona-Zahlen ja auch nicht so wahnsinnig toll, mit Ausnahme von China, gell, die haben keine. Da gibt es ja Corona nicht mehr, das ist politisch gewollt. Und wir sehen vielleicht ein Problem eben in Corona, besonders deshalb, weil eben die Asiaten mit dem Impfstoff nicht so wirklich erfolgreich sind. Und das könnte dann diese ganze Geschichte mit den Lieferketten verkomplizieren und das zeigt sich jetzt schon zumindest hier in Deutschland mit dem IFO-Index. Da spricht das Institut von Lieferengpässen und stark gestiegenen Preisen, die eben die Stimmung so ein bisschen verhageln. Also man sieht, das hat nach wie vor, ist das der Fall, nämlich diese Bottlenecks, diese Preisauftriebe, diese Lieferschwierigkeiten, die dann eben auch unter anderem, nicht nur, aber unter anderem eben durch die Corona-Situation in Asien bedingt sind. Und apropos Corona, wir sehen jetzt, dass auch in den USA die Zahlen massiv nach oben gehen. Wir sind wieder über 100.000 Fälle pro Tag in den USA. Das ist ein echter Hammer, eben die Delta-Variante, die schlichtweg schneller ist. Wir sehen, dass die Leute früher Symptome entwickeln, dass sie praktisch
auch schneller infektiös sind. Wer mit Gesundheitsämtern hier in Deutschland spricht, die beobachten das, die sagen also, die ganze Geschichte läuft viel schneller, es ist viel infektiöser. Bisher ist es offenkundig aber nicht gefährlicher, zumindest sieht man das noch nicht in den Hospitalisierungen. Aber es gibt so erste Gegenmaßnahmen. Fauci, den viele ja besonders lieben, der sagt, also selbst geimpfte Amerikaner sollten jetzt mal wieder vielleicht Masken tragen, zumindest überlegt man das. Auch in Deutschland dürfte es bald wieder ein bisschen restriktiver zugehen. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das für die Wirtschaft? Selbst wenn die Krankenhäuser sich nicht maßgeblich füllen, so wäre es doch so, dass dann mehr und mehr Leute in Quarantäne sind, was wir dann wiederum doch auf die Wirtschaft zurückstrahlen würde. Wir sehen hier, wir haben vor allem in den USA praktisch an jedem Wochentag eine Verdopplung der Zahlen, eben weil diese Delta-Variante so infektiös ist. Und das ist ein echtes Thema, das wahrscheinlich uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen wird. Das würde bedeuten, dass dann trotzdem jetzt eben die Lage nicht so dramatisch ist, was Tote betrifft, was Krankenhausaufenthalte betrifft, eben doch die Wirtschaft leiden würde. Das ist, glaube ich, kaum zu leugnen. Und so sind wir dann vielleicht in einem Zyklus, den Nordea hier beschreibt. Wir haben einen Anstieg der Delta-Variante, der Infektionszahlen. Daraufhin gibt es Flows in sichere Häfen, also Zuflüsse in sichere Häfen wie den Dollar, wie US-Staatsanleihen. Das drückt dann die Renditen nach unten, und das nach unten drücken der Renditen wiederum sorgt dafür, dass Geld weiter billig ist, was dann wiederum gut für das Wachstum ist, gell? Also das ist ein ewiger Kreislauf. Und in Sachen Rohstoffe und Kosten nochmal, wir haben jetzt eine Sondersituation in Brasilien, nämlich Frost. Und da sind die Kaffeebohnen teilweise erfroren. Und schauen Sie hier mal den Coffee Future an. Also den Coffee Future, der ist regelrecht nach oben explodiert. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie bald im Supermarkt mehr für Kaffee bezahlen müssen. Neben höheren Preisen für andere Dinge auch. Aber das ist transitory, meine Damen und Herren. Das ist ja nur vorübergehend. Das ist ja nur die nächsten 10, 20 Jahre. Ne? Also was machen Sie da für Sorgen, gell? Na, ein bisschen höhere Preise, das ist doch, das gehört doch zum Leben dazu, meine Damen und Herren. Und jetzt sehen wir, dass aufgrund dieser Konjunktursorgen und den rückläufigen Renditen eben dann auch die Realrenditen, also die Renditen minus Inflation, eigentlich auf einem neuen Allzeittief sind. Unter minus 1% in die USA, und das müsste eigentlich Gold befeuern, aber das Gold möchte nicht anspringen. Krebs nach wie vor um 1.800 Dollar rum. Warum auch immer, gell, manche sagen, das wird auch manipuliert, aber das ist ja fast schon Querdenker-Einstellung, gell? Also auf gar keinen Fall wird da was manipuliert, meine Damen und Herren, und auf gar keinen Fall manipuliert auch der Elon Musk seine Zahlen, gell? Nicht, dass sie auf solche Ideen kommen. Ab 22.05 Uhr werden wir ihnen beweisen, warum der, nämlich der Elon, seine Zahlen auf gar keinen Fall manipuliert, ne? Also hundertprozentig nicht. Also, wir sehen uns 22 Uhr, meine Damen und Herren. Da geht's los mit der Berichtssaison und überhaupt mit der Spannung in der Woche, die bisher so ein bisschen mäßig ausgeprägt war. Also, servus, ciao.